Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe es mir hier vor meinem Bücherregal etwas gemütlich gemacht und zwar auch mit einem kalten Getränk, weil die Wärme ist auch hier und durch das kalte Getränk ist die Wärme doch etwas erträglicher. Neben dem kalten Getränk hilft es, der Wärme ein Stück weit zu entfliehen, wenn man sich ein Buch schnappt, wo die Temperaturen vielleicht nicht ganz so hoch sind. Ja, und deswegen möchte ich euch heute eine Reihe vorstellen, in der es so ist. Und vorweg möchte ich sagen, dass die Reihe noch nicht abgeschlossen ist. Soweit ich weiß, steht auch noch ein fünfter Band. Nicht direkt vor der Türe, aber er ist auf jeden Fall geplant. So sind die Informationen, die ich von der Autorin erhalten habe. Und zwar spreche ich von, jetzt muss ich mal gucken, ob ich sie alle in der richtigen Reihenfolge habe, aber ja, zwar von der Eiselben-Reihe von der Autorin Josephine Gottwald, die diese Bücher selbst verlegt hat. Ich habe die Werke von der Autorin freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, um sie zu lesen, euch natürlich vorzustellen. Aktuell besteht die Eiselben-Reihe aus 4 Bänden, und zwar aus dem ersten Band des Bündnis, aus dem zweiten Band Tyrions Erbe und aus dem dritten Band der Kodex und der letzte Band, der aktuell letzte Band der Reihe, und zwar die Hexenjagd. Ich persönlich habe mit der Hexenjagd begonnen, weil mich die Josephine aus Testleserin auserkoren hat, worüber ich nochmal hier meinen Dank aussprechen möchte, weil sie hat mich dadurch auf ihre Reihe aufmerksam gemacht und ich bin wirklich sehr froh drüber. Aus diesem Grund, weil nun ich mit dem vierten Band begonnen hatte, war ich natürlich sehr erpischt drauf, auch alle vorhergehenden Bände nochmal zu lesen, und deswegen hat mir die Autorin die Bände nochmal zur Verfügung gestellt. Also nochmal hier vielen Dank. Warum geht es eigentlich in der Eiselfenreihe? Und zwar haben wir hier eine Parallelwelt zur unserer eigentlichen Welt. Jedenfalls denke ich, dass es unsere eigentliche Welt ist. Man erfährt nicht wahnsinnig viel darüber. Und ja, diese Eiselfen Welt ist quasi in verschiedene, Königreiche unterteilt, und wir lernen in den Bänden quasi den König Tyrion kennen, der das Erbe seines Vaters antritt. Er muss dabei viele verschiedene Abenteuer bewältigen, Hindernisse überwinden und gesellschaftliche Verpflichtungen über sich ergehen lassen, aber auch gesellschaftliche Machenschaften oder Intrigen abwenden. Des Weiteren lernen wir, jetzt muss ich kurz überlegen, wie sie hieß, aber ich glaube Auriel, kennen, welche von einem anderen Stamm quasi stammt und mit Tyrell gewisse Verbindungen eingeht, die, sage ich mal, gut oder schlecht sind, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Aber auf jeden Fall spielt sie ebenfalls eine Rolle. Ja, das ist erstmal so grob, um was es eigentlich geht. Mehr möchte ich euch gar nicht vorwegnehmen. Und ich denke aber auch, dass das soweit reicht, um euch einen kleinen Einblick in den Inhalt der Reihe zu geben. Ja, wie haben mir so die einzelnen Bücher gefallen? Also zum einen finde ich es eine unglaublich gute Abwechslung, dass Fantasy-Werke, vor allem 4 Stück an der Zahl, dass sie nicht unglaublich dick sind. Fantasy-Bücher haben ja in der Regel die Eigenschaft, dass es sich um sehr seitenstarke Bücher handelt und man dann in der Regel ja nicht so schnell weiterliest, weil man ja doch schon sehr länger, nicht sehr lange, aber etwas länger an den Büchern gelesen hat und man dadurch etwas länger braucht, um die Reihe überhaupt bis zum letzten Band zu lesen oder beziehungsweise wie der Abstand, also
bis zum letzten Band, der gerade zur Verfügung steht, zu lesen. Das finde ich positiv dadurch, dass sie ja hier etwas schmaler sind und nicht so ganz so seitenstark sind, konnte man die Berge, jedenfalls ging ich mir so, sehr, sehr schnell hintereinander lesen, ohne dass man das Gefühl hatte, dass es zu viel Worte. Was natürlich auch einen Nachteil hat, dass sie nicht so seitenstark sind, dass man nicht jedes kleinste Detail erfährt und dass doch durchaus manche Fragen offen geblieben sind. Natürlich kann es sein, dadurch, dass die Reihe noch nicht vollständig ist, beziehungsweise noch nicht abgeschlossen ist, dass die ein oder andere Frage doch noch beantwortet wird oder auch einfach unbeantwortet bleibt, was ich eigentlich nicht so schlimm finde, weil so wird wenigstens die Fantasie ein bisschen angeregt. Ja, was mir weiterhin eigentlich sehr gut gefallen hat, war, dass man sehr, sehr deutlich die Entwicklung von der Autorin merkt, von Band 1 zu Band 4, dass sie sich definitiv gesteigert hat. Man merkt, dass im Band 1 manche Sätze und manche Gedanken vielleicht noch ein Stück weit holprig sind und vielleicht auch manches nicht so hundertprozentig durchdacht ist, was jetzt ein bisschen härter klingt, als ich es eigentlich meine. Aber ich würde nicht sagen, dass der Gedanke nicht zu Ende gedacht würde, aber oder ich drücke mich anders aus, dass die Formulierung vielleicht manchmal nicht immer zu 100% gepasst hat oder vielleicht so ein bisschen auch den Lesefluss auch durchaus gestört hat. Was ich aber finde, dass es mich nicht gestört hat. Und es hat dadurch auch wirklich was wettgemacht, dadurch, dass es die Steigerung definitiv da ist von Band 1 zu Band 4. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön mitzuerleben, wie man merkt, wie eine Autorin immer weiter wächst und sich auch immer weiter steigert und mit jedem Berg besser wird und man immer mehr Lust hat, die Werke weiter zu verfolgen. Die Geschichte an sich kann ich mir vorstellen, da sie nicht für jedermann was ist und dass an der Geschichte und an den Figuren doch Kritik geäußert werden. Was aufgrund der Seitenanzahl natürlich etwas Negatives ist, dass die Charaktere nicht ganz so ausgemalt werden kann, sage ich mal, wie in einem relativ starken, seitenstarken Berg. Die Charaktere sind an manchen Stellen doch durchaus etwas blasser und haben vielleicht auch nicht ganz so viel Tiefgang. Ich finde aber trotzdem, dass die Autorin es schafft, uns die Charaktere dennoch sehr nahe zu bringen und auch uns vielleicht auch ein Stück weit ans Herz zu legen. Auch wenn sie nicht hundertprozentig lebt, also ich sage immer, sie sind noch ein bisschen schwarz-weiß, noch nicht vollständig ausgemalt quasi. Sie lässt sich halt auch noch ein Stück weit vielleicht auch noch Spielraum und die eine oder andere Nuance des Charakters in den anderen Bänden oder in dem anderen Band zu zeichnen. Was natürlich auch ist, dass manchmal die Klischeekiste vielleicht auch ein Stück weit zu stark bedient wurde. Also Tyrell ist ein sehr, ein sehr starker Charakter, so äußerlich, aber man merkt halt auch, dass er definitiv auch einen weichen Kern hat. Und ich finde manchmal, dass dieser Charakter, diese Eigenschaften zu deutlich präsent waren, dass man merkt, okay, wir haben hier diesen Stereotyp, harte Schale, weiche Kern, was mich manchmal schon ein bisschen gestört hätte. Mich hätte es zum Beispiel gefreut, wenn das Ganze etwas aufgebrochen wurde. Ja, es gibt den einen oder anderen Moment, wo das aufgebrochen wurde, aber da fand ich es zum Beispiel, war es so, dass es dann mir zu stark aufgebrochen wurde. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das genau näher beschreiben soll, aber
Aber das ist für mich so ein bisschen wie, wenn man das Überraschungsei ja aufgebrochen hat, dann ist gleich alles herausgesprudelt. Und vielleicht auch das, was man eigentlich gar nicht wollte oder was vielleicht auch zu viel ist. Also dieses, ich glaube, dieses zu viel hat mich einfach gestört, dieses... dieses jetzt übertreiben wir mit den Emotionen und jetzt ist alles irgendwie ein Stück weit noch viel besser und viel ja, harmonischer und vielleicht ist jetzt auch alles wieder ja, Friede, Freude, Eierkuchen und im nächsten Moment bin ich halt wieder der harte König und der harte Charakter und zeige keine Emotionen. Das ist vielleicht auch so ein Stück weit ja, die Schwäche der Charaktere. Was ich mir auch gewünscht hätte, das hatte ich ja schon gesagt, dass mir ein oder anderen offenen Fragen doch gerne beantwortet hätte. Ich finde es nicht schlimm, wenn Charaktere in Fragen offen bleiben, aber ich finde zum Beispiel zu Charakteren ist es so, wünsche ich mir eigentlich immer noch irgendwie, dass meine offenen Fragen geklärt werden, beziehungsweise man auch von Nebencharakteren vielleicht auch ein Stück mehr erfährt. Ist natürlich auch der wenigen Seitenanzahl geschuldet, dass man natürlich dann nicht jeden neben Hauptcharakter näher eingehen kann, natürlich geschuldet. Was mir aber wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist jetzt mal um das Äußerliche zu sprechen, ist einfach die Aufmachung der Bücher. Ich finde, dass sie tolle Cover haben und eine tolle Gestaltung haben und vor allen Dingen, dass sie auch ja, alle sehr, sehr einheitlich sind und sich schön im Regal machen, wo es natürlich drauf ankommt. Und dann finde ich es sehr schön, haben die ja, Werke, aber das habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, wenn ein neues Kapitel quasi beginnt, haben die Werke immer so ja, Kapitelbilder, die mit der Hand gezeichnet sind und wenn ich mich nicht irre, ist das von einer Künstlerin, die mir jetzt nicht einfällt, aber ich werde sie unten nochmal verlinken, falls ich die Information nochmal beschaffen kann. Ja, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich mochte auch das Format der Werke. Macht sich unheimlich gut, wenn man sehr, sehr viel unterwegs liest. Die haben ein gutes handliches Format, aber das nur zu den Äußerlichkeiten. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, aber irgendwie ist es mir gerade entfallen. Und, ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Wie der eine oder andere ja schon weiß, ist es nicht so mein Ding, wenn Bücher aus zu wenigen Kapiteln bestehen. Ich bin ja eher so ein Verfechter davon, dass man ein Kapitel ja so eine durchschnittliche Länge haben und vielleicht auch ja, so dass man halt quasi abends noch ein Kapitel lesen kann und dann das Buch schließen kann. Die Bücher haben, soweit ich mich erinnere, in der Regel so 2 bis 3 Kapitel, was ich eigentlich eine sehr gute Länge für die Stärke natürlich völlig ausreichend ist, aber ich habe gemerkt, dass ich doch manchmal das ein oder andere Kapitel mehr gehabt hätte. Aber so wie sie aufgebaut sind, war das völlig in Ordnung. Man hat halt, also die 3 Kapitel haben nur so ihr Kernthema und so, oder beziehungsweise ihren Bereich, wo sie sich gerade befinden in der Welt. Und das fand ich eigentlich doch trotzdem noch ganz gut gemacht, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass das ein oder andere mehr Kapitel ja gegeben hätte. Aber das ist, denke ich, einfach nur eine Gewöhnung bzw. ein Geschmack, was eigentlich kein so echter Kritikpunkt ist. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass mir die Reihe wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich sehr viel Freude beim Lesen hatte und ich kann sie vor allen Dingen ja, Lesern empfehlen, die vielleicht noch nicht ja, so viel Erfahrung mit Fantasy haben, vielleicht auch ein ja, Einstiegswerke zur Fantasy suchen. Und aber auch für, ja, für eingefleischte Fantasy-Leser kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht dann doch durchaus so kurz sind. Aber auch denen kann ich definitiv die Werke empfehlen. Ich hatte sehr viel Freude, auch der genannten Kritikpunkte. Ich denke, dass man durchaus auch ab und zu mal ein Auge zudrücken kann.
Und vor allen Dingen finde ich es immer schön, wenn man Autoren bei der Entwicklung ein Stück weit begleiten kann. Na, wenn ihr Autoren aus dem Raum Dresden sucht, dann kann ich euch natürlich die vier Werke definitiv empfehlen. Ja, mich würde interessieren, falls ihr die Werke gelesen haben solltet. Ich denke, es werden gar nicht so viel sein, vor allen Dingen die, die vielleicht nicht aus dem Raum Dresden kommen. Falls ihr die Werke bereits gelesen habt, würde es mich natürlich ebenfalls interessieren, wie eure Meinung dazu ist, wie sie euch gefallen haben. Und vor allen Dingen würde es mich interessieren, wie ihr auf sie aufmerksam gemacht, wie ihr auf die Werke aufmerksam gemacht worden seid, weil so im Buchladen kann man sie ja dann doch nicht finden, beziehungsweise liegen sie ja auch nicht aus. Ich weiß nicht, ob sie in Dresden vielleicht ausliegen, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn wir auf die aufmerksam geworden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid und dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Und bis dahin, tschüss!